So, und jetzt weg damit mit diesem Ding hier. Und oh, Überraschung. Wahrscheinlich wird noch eine drunter sein. Das hat funktioniert. Los, los! Was ist das denn hier? Unzeitlicher Ofen. Ja, das würde ich auch sagen. Holy shit. Das sieht nach Spaß aus. Müssen wir hier hin? Das sieht wichtig aus. Das ist die Maschine, ne? Würde ich sagen. Doch nicht. Falls das nicht vollkommen verrückt klingt. Über der Maschine, im Magiekanal. Wie bitte? Könnt ihr ihn scannen? Was immer der da auch treibt. Ist das der Drache, der schauen wir uns das Ding mal an. Noch bei der Maschine. Ach, scannen, na klar. Kein Lebenszeit. Hier ja, unten sind noch ein Gott und ein Altdrache. Aber ihr könnt euch gerne dazu gesellen. Ah, da ist sie ja. Hier unten ist es ja um einiges heißer. Das ist Kolonos. Da drüben. Das ist das erste Mal, dass ich einem Altdrachen so nahe komme. Sollt ihr uns Sorgen machen, dass er... Also, dass er sich bewegt und uns alle umbringt? Meine Theorie war, dass die Maschine ihn paralysieren würde. Anscheinend hatte ich recht. Also, was ist mit Balthasar los? Er ist wirklich ein Teil des geworden. Und er ist so bewandert in Magiefragen. Für eine Absorption muss also... In Ordnung, ich gebe es zu. Ich weiß nicht wirklich, was hier los ist. Aber Tatsache ist, dass wir hier sind. Die Zeit läuft. Wie seht ihr die Angelegenheit? Ein mörderischer, viel zu mächtiger Gott ist unendlich gefährlich. Auch wenn es nicht zutreffen sollte, dass die Tode weiterer Drachen den Planeten zerstören werden. Jawohl. Euresgleichen wird mein Feldzug nicht aufhalten. Balthasar, was tut ihr? Ihr werdet ganz Tyria zerstören. Eure Heimat ohne Belang. Seit wann das denn? Mich geschwächt, nicht zum Verblassen gebracht. Doch jetzt werden sie mich sehen. Wenn ihr schon nicht aufhört, dann stellt euch mir. Und ehrt den Kampf, den Krieg. Gut nachgedacht. Das ist mit Sicherheit euer Todesurteil, aber gut nachgedacht. Ich habe gelernt, dass der Krieg keine Ehre kennt. Aber falls ihr euch nach dem Ruhm des Schlachtgewühls sehnt. Thema, Tegon, labt euch. Was? Ihr kümmert euch um sie und ich leite den Überlastungsprozess ein. Oh, Balthasars Hunde, wie schön. Können wir sie scannen? Bringt uns das was? Einer ist fast tot, oder? Alter. Okay. Hitze hoch 10, würde ich sagen. Brennt das Ding immer noch, obwohl ihr es gerade erledigt habt? Scannt es. Oh, komm schon. Weiter. Vielleicht hätten wir einfach den AOS ausweichen sollen. Oha. Was machen die? Okay. Wenn sie tot sind, scheinen sie irgendwie Feuer wie Sau abzustrahlen. Ach du meine Fresse. Oh Gott, das wird immer mehr. Was muss ich machen? Ach, die Dinger scannen.
dass wir auch fliegen können. Identitätsleichnam sammelt Hitze zur Wiederbelebung. Nur einen Moment! Ich werde mir etwas überlegen! Versuch das! Nein! Oder doch! Ja! Was denn? Die Maschine mit dem Scanner zu unterbrechen! Okay. Dazu muss ich was tun. Moment. Ach, einen der Hunde müssen wir nochmal killen. Energiekanalisierung unterbrochen. Na gut, dann. Versuch's doch schon. Haben wir sie jetzt? Hoppla. Tja, ich hab's auf die Maschine geschleudert und nicht auf die Hunde. Sehr gut. Ich denke mal, jetzt müssen wir nochmal ein paar Hunde das Fürchten lernen. Oh, heiß, heiß. Okay. Bin dran. Da ist das Ding. Bleib hier. Und den hier noch. Schwierig, das Ding aus der Luft hier zu machen. Haben wir es jetzt nicht? Ach, wir müssen falsche Fertigkeit. Jetzt haben wir einen. Die Maschine reagiert! Gut gemacht! Mach weiter so und die Maschine wird sie für einen Teil der Drachen halten! Yay! Und es sollte erledigt sein! Einen haben wir schon genügt. Oh. Na komm doch! Hey, der andere lebt wieder. Ich dachte, wir könnten die Hunde damit zerstören. Du bist auch hinüber. Bleibt hier. Und den anderen noch. So, und jetzt muss ich nur noch diesen Hund treffen. Die Maschine hat schon wieder reagiert. Nochmal! Nochmal. Danach war's das hoffentlich. Oh, die Hunde werden aber immer saurer. Ja, die werden ziemlich angry. Und jetzt ist wenigstens nur noch einer hier. Oh, ja. So kann man sich irren. Und schon haben wir wieder zwei. Oh, die hauen uns ziemlich. Oh Mann. Ja. Nein, so knapp. Ich glaube, das ist wieder unser Todesurteil. Ja. Sehr schön. Oh Mann. Ich hasse ihn. Wir haben auch ganz andere Angriffe jetzt. Aber den kriegen wir jetzt. Ah, wir haben einen. Maschine scannen. Bleib stehen, Kugel. Oh. Noch.
richtig. Moment. Was ist das? Ihr habt es geschafft! Juhu. Das ist ein schwerwiegender Fehler. Da kommt heraus! Haltet mich auf! Der war gut, Kommandeur. Oh, oh. Der war gar nicht gut. Egal, noch einmal. Ach komm schon, warum noch mal? Okay, scan den Scheiß. Kugel bleibt stehen. Eine haben wir, da ist die zweite. Das war hoffentlich das letzte Mal. Das ist zwar ganz nett, aber... Es ist so kacke hell in diesem Vulkan hier. Ich bin echt froh, wenn ich wieder an der Oberfläche bin. Die Drachenenergie löste sich bei eurer Landung auf. Oh, Mist, ist auch so eine... Hoppla, ja. Ja, hab's verkackt. Da ist das zweite Ding. Ach so, ist es vorbei, oder wie? Ah, jetzt muss ich sie wieder töten, oder wie? Das Ganze aus. Na dann. Gut, dass der schon so runtergehauen ist. Ah, wir brennen schon wieder. Hundeleiche, Hundeleiche hier. Haben wir es? Ich bin bereit, die Maschine zu überlasten. Seid ihr euch bei dieser Angelegenheit sicher? Ob ich sicher bin? Seid ihr mir sicher? Schätze, das werden wir bald herausfinden. Aber was macht Balthasar da? Ich war schwach. Jetzt fühle ich mich viel besser. Taimi, tut es jetzt. Die Kraft. Alles klar? Okay. Ja, ja. Die Maschine hat überlebt. Bis jetzt noch, ja. Oh, kann man sich das vorstellen? Ich habe mich jetzt nicht mehr. Scheint in Ordnung zu sein. Also hat zumindest das funktioniert. Seht ihr Balthasar? Nein, es sah so aus, als würde er bei der Explosion verdampfen, aber wir wissen ja, dass er sich anscheinend nicht gerne an Regeln hält. Und Primordus? Oh, ich überprüfe das mal. Der wird wahrscheinlich noch leben, schätze ich mal. Als Drachenspektrum, Primordus. Energie sinkt auf das Niveau vor dem Erwachen. Gute Nacht, süßer Drache. Ich vermute, mit Jaumak ist dasselbe passiert. Dennoch, wir sollten so schnell wie möglich aus diesem heißen Loch hier verschwinden. Wir haben gerade zwei Altdrachen verschont, Taimi. Und das musste ich jetzt einfach laut sagen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Paradigma verschoben. Aber ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass ich nicht für den Tod all dessen verantwortlich bin, was ich kenne und liebe. Bestätigt diese Theorie so bald wie möglich. Wir werden sehr überzeugend sein müssen, wenn dies alles hier öffentlich bekannt wird. Ich werde keinen Schlaf bekommen, und zwar so lange, bis ich... Obwohl, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher ein kleines Nickerchen zu machen. Mach das, das solltet ihr tun. Verdient.
Ich werde währenddessen versuchen herauszufinden, was mit unserem göttlichen Freund geschehen ist. Wenn wir Glück haben, wurde er bis hin zu den Nebeln verstreut. Zumindest heute haben wir gewonnen, Kommandeur. Der Punkt geht an die Drachenwacht. Stimmt. Und vielleicht sind wir eines Tages eine Gilde, die ein vollständiges Team ins Feld führen kann. Haha. Seid gnädig zu euch selbst. Rata Sum wurde nicht an einem Tag erschaffen, wisst ihr? Wir werden noch früh genug dorthin kommen. Das hätten wir geschafft. Und zwei Drachen, zumindest Primodoris, schläft wieder, anstatt... was ist das denn für ein Vulkanherz? Nur her damit. Schatz. Interessant. Ach, das war's. Okay. Der Teil ist abgeschlossen. Das war ganz nett, ja. Vor allem das neue Gebiet hat mir gefallen. Aber es ist noch immer nicht rausgekommen, warum Balthasar jetzt so abgeht. Klar, er will mehr Macht, aber... das macht irgendwie keinen Sinn. Bloß weil er... Oh, keiner hat mich mehr lieb, keiner betet mich mehr an. Ich bin so unbedeutend. Und jetzt zeige ich es allen. Bloß weil Balthasar irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe schiebt, müssen wir hier uns mit so einer Scheiße abgeben. Also... es ist immer noch nicht das passiert, was ich mir erhofft hatte, das irgendwie erklärt und warum Balthasar jetzt so durchdreht. Außer, er will mehr Kraft haben oder so. Naja. Hab's nicht anders erwartet von Guildhaus 2, aber es war ganz nett. Doch. Und es gibt ein Schraddel 2.0. Das ist doch auch schon was. So, was hat sie denn? Wir können verschwinden. Wir können... ich wünsche, Marjorie wäre nicht losgerannt, um hinter Lazarus herzuspielen, aber es war nett gemeint. Hätte sie es nicht getan, hätten wir niemals von dem Spiegel erfahren und auch nicht davon, dass er unterwegs war. Ich bin froh, dass sie nicht getötet wurde, als Cat. Er ist mir plötzlich vor bald, dass er mit ihrem Geseier anfing. Sind die halt mit ihren Göttern, die Menschen. Casimir konnte gar nicht anders. Ich schätze, ihr seht Cass und Jory häufiger als ich. Sie waren in der Schlacht um Götterfels bei euch, oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Jory war bei Lazarus und Cass, keine Ahnung. Keine Ahnung, ihr wart wohl ziemlich beschäftigt. Und Cass hat dauernd für Gräfin Anise und die Königin gearbeitet. Ich wette, sie war irgendwo hinter den Kulissen, eben ganz die heimliche Mesmerin. Vermutlich, was Braham angeht, er versucht, sich zu fangen. Rox ist bei ihm. Ich habe versucht, Verbindung zu ihm aufzunehmen, aber er meidet mich. Rox hat mir erzählt, er habe einen von Jonas Zähnen abgebrochen und seither sind die nun in Wölbrak am Feiern. Sie lassen ihm keine Ruhe mehr. Er ist entschlossen, Jomak zu jagen, aber ich weiß, angesichts dessen, was ich entdeckt habe, wenn man betrachtet, wie unrecht ich hatte, ja, Timey, das ist eine kleine Untertreibung, ist es keine so gute Idee, Jomak zu jagen. Das habe ich ihm noch nicht gesagt. Wird schwer sein, sich bei dem Morning-Hubel bemerkbar zu machen. Und ihr werdet eure Theorie bezüglich der Alter gründlich überprüfen. Ja. Das habe ich vor. Wir dürfen uns kein Urteil mehr leisten. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Okay. Ja, wenn jetzt wirklich beide schlafen, beide Drachen, und dann Braham den wieder angreift, dann könnte, ja, dann wacht im schlimmsten Fall beide wieder auf. Im besten wahrscheinlich nur Jormag. Aber wir haben wieder Drachen am Hintern kleben. Ich glaube, es gibt ja noch mehr Drachen. Den Kalkatori gibt es ja noch, der ist, glaube ich, in der Kristallwüste, ich bin mir nicht sicher. Hey, da unten ist noch so eine Anomalie. Interessant, hier gibt es mehr. Ach, das sind die Sehenswürdigkeiten. Interessant. Ja, das war doch ganz nett. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dass ihr mit dabei wart auf dem neuesten Story-Abschnitt, Krisenherd. Ist nicht ganz so gut geworden, wie ich mir das erwartet habe, aber die Story-Abschnitte sind in letzter Zeit zumindest etwas besser geworden, verglichen zu den früheren. Das hat mir schon mal gefallen. Auch wenn mein Hauptaugenmerk irgendwie darauf lag, warum Balthasar jetzt so verrückt geworden ist. Aber vielleicht kriegen wir das noch in Zukunft raus. Meine Hoffnungen sind zwar gering, aber... etwas Hoffnung bleibt noch. Und dann sage ich auf Wiedersehen und vielleicht mal wieder
sehen wir uns wieder, wenn es einen neuen Story-Abschnitt gibt von Guild Wars 2. Mal schauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann sage ich auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.